Gattungen sehen, dann können Sie mit gleicher Freude demnächst die Bibel aufschlagen und bevor Sie den Text lesen, einmal kurz innehalten und sagen, oh, was ist das hier für eine Sorte? Was ist das für eine Sorte? Es gibt in der Heiligen Schrift die Kommentierungen, ja, es gibt die Briefe, es gibt die Evangelien. Wir werden das noch einzeln ausleuchten und solche Texte einfach noch ein bisschen beackern, damit sie noch ein bisschen sprechender werden. Auch mit diesen Gemütsäußerungen werden wir uns noch zu befassen haben, weil das wichtig ist, weil wir uns natürlich schwer tun mit denen, die wir eher so gerne ein bisschen aussortieren. Ja? Also Stichwort Fluchzeichen zum Beispiel, ja, zu sagen, da darf ich doch irgendwie gar nicht. Aber offenbar dürfen wir doch. Die Heilige Schrift erlaubt es uns. Immerhin mit so einem Psalm. Ich meine, ich finde es ja besser, mit so einem Fluchzeichen zu fluchen, als es anders zu machen. Ne? Oder wenn alle, die auf andere Menschen losgehen, mit irgendwelchem was in der Hand oder mit bloßer Hand und Gewalt ausüben, vielleicht vorher einen Fluchzeichen beten würden und dann darauf verzichten, gäbe es irgendwie weniger Mord und Totschlag in der Welt. Wäre doch mal was. Ja, aber dafür sind die da. Das ist eine Kläranlage, ja. Weil es sind ja nicht alle so veranlagt, ja. Es soll ja Menschen geben, weiß ja nicht, wo die leben, aber die jähzornig sind zum Beispiel. Oder die sich manchmal, wenn sie wütend sind, nicht unter Kontrolle haben. So, es soll solche geben. Was machen die armen Würstchen? Denen muss man was anbieten können, zur Hilfe. Und da sind zum Beispiel Flugzeugen, sind eine solche Hilfe. Also ein berühmtes Beispiel in Deutschland, der hat zwar dann meines Wissens keine Flugpsalmen gebetet, der hat sich dann das Vaterunser zu eigen gemacht, ist der frühere Vorsitzende der Bischofskonferenz, Döpfner. Der ein sehr impulsiver, ich meine, der ist auch nicht umsonst mit 64 einem Herzinfarkt erlegen, in seiner bischöflichen Pforte, ja. Ein sehr impulsiver Mann, auch entsprechend, wenn man den gekitzelt hat, konnte der offenbar, wie Zeitgenossen berichten, auch jetzt auch nicht sein. Und von dem wird berichtet, dass er während der Würzburger Synode, die ja da im Kiliansdom tagte, war eine Seitenkirche in der Stadt, da saß also dieser Betreffende, der das berichtet, still und wollte für sich sein. Und plötzlich hört er, wie das Hauptportal in einem Bogen auffliegt, wo er denkt, das fliegt aus den Angeln raus, ja. Und jemand stampft da durch den Mittelgang vorne an die Kommunionbank und schreit das Vaterunser, ja, 10, 20 Mal, ja, bis der wieder schön glatt, also einigermaßen, ja, das war Döpfner. Er hatte sich also angewohnt, bevor wahrscheinlich irgendwen auf der Synode am Kragen nimmt oder Renate Laurin den Dutzer drückt oder irgendwas macht, ja, geht er lieber in der Kirche und schreit das Vaterunser so lange, bis er mal wieder einigermaßen mit menschlichen Zügen gefunden wird. Ja. Aber das ist interessant, weil wir verlernen, wir setzen immer zum Beispiel, dass wir mitmenschlich sind oder dass wir in manchen Punkten altruistisch sind. Oder dass wir von uns selber absehen. Wir setzen das immer als bekannt voraus. Das ist überhaupt nicht so. Das muss manchmal jeden Tag erkämpft werden. Also vielleicht gehören Sie zu denen, für die das selbstverständlich ist. Aber wer in die eigenen Abgründe schaut, weiß es überhaupt nicht. Das ist wie mit so einem Stück Land, das man jeden Tag im Meer abbringen muss, damit es nicht unterspült wird oder überschwemmt wird. Das ist jeden Tag neue Arbeit. Wenn Sie mal, es gibt im Moment Untersuchungen, auch bei Jugendlichen, in Internetforen oder so etwas. Oder letzte Woche kam eine Untersuchung über Zwischenrufe, etwa bei Fußballspielen. Na klar, ich weiß auch, das ist natürlich dann kein Wohnzimmer, wo ältere gepflegte Damen Tee trinken, ja, bei der Konversation, das weiß ich auch. Aber wenn Sie sich mal die Ausdrücke, die Worte, die Zurufe anschauen, das ist absolut bestialisch. Da glauben Sie nicht, dass das in einem zivilisierten Land passiert. Das glaubt man einfach nicht, wenn man das liest. Und das geht nicht nur am Fußballplatz so oder auch nicht auf jedem. Ja. Kann, ja, da kriegt man dann noch, wenn der Präsident es hört, der Präsident kriegt man einen Ordnungsruf, ja, oder sowas. Aber da, also die Decke, die wir da meinen, die sei selbstverständlich und würde zum Menschen dazugehören, ist ganz dünn, die gehört nicht zum Menschen dazu. Sondern das ist ein Akt der Zivilisierung und der Kultivierung und wenn man so will, wir können das ja ruhig sagen, auch der Christianisierung, sich das abzuringen. Das haben wir nicht in den Genen, da haben wir alles andere drin. Ja, da wissen wir. Also es ist gut, dass Sie das ansprechen, weil es dann die Kehrseite ist. Also zu sagen,
Das führt ja auch dazu, da wäre mir lieber, dass solche Leute beten mal einen Flugpsalm, ja, und lassen das mal irgendwo raus, und wenn es über eine Textgestalt ist, als indem sie es immer nur in sich hineinnehmen und dann mit Morbus Crohn oder mit Magengeschwüren oder mit sonst irgendetwas herumlaufen. Ja? Keine Frage. Gut, ich würde gerne einen Punkt machen für heute, wenn es Ihnen recht ist. Sie sehen zwar alle so aus, als könnten Sie noch. Ich das einmal so vereinnahmend sagen darf. Sie heißt die Christiane oder Christine? Christiane Nord? Christiane Nord, Klaus Berger, das Neue Testament und die frühchristlichen Schriften. Im Inselverlag. Gibt es in Leinen oder im Paperback? Oder eben eine andere griffige Übersetzung, Fridolin Stier. S-T-I-E-R. Das Neue Testament. Ein paar Hilfsmittel bringe ich beim nächsten Mal noch mit. Es gibt zum Beispiel die Körner-Reihe, ist das Lexikon der biblischen Personen. Das ist zum Beispiel ein sehr schönes Büchlein, wo man sehr schnell schöne Informationen herkriegt oder so. Oder wenn jemand sagt, ich möchte eigentlich irgendwie mal so eine Konkordanz haben, weil mir oft so ein Wort aus der Bibel einfällt, ich weiß aber nicht, wo das steht. Ja? Solche Hilfsmittel können wir beim nächsten Mal noch anschauen, dass wir auch mal, ich besorge dann mal zwei oder drei, dass man damit ein bisschen arbeitet. Dann entdeckt man das am besten, wie das geht und wie man sich damit hilft. Heute ist natürlich alles viel einfacher, wer braucht heute noch eine Konkordanz? Wir haben doch Google. Wir googeln uns da durch die Bibel und dann hat sich der Fall. Das ist natürlich ganz einfach.